Herzlich willkommen zum traditionellen Rundgang auf dem Oktoberfest. Das 178. Oktoberfest steht bereit. Wir sind gut im Zeitplan. Die Wiesn kann in wenigen Stunden beginnen. Und angezapft wird's, wie all... Wenigen Stunden, Herr Oberbürgermeister. Wir zählen nur 9 Stunden. Und angezapft wird's, wie immer, von unserem Oberbürgermeister Christian Ude, den ich sehr herzlich begrüße. Herr Reiter ist da als der zuständige Referent fürs Oktoberfest. Beide Herren umkränzen mich und vor mir sehe ich unseren Wiesn-Stadtrat Helmut Schmidt. Da ist er. Den begrüße ich auch herzlich und überhaupt alle Stadträtinnen und Stadträte, speziell vom Wirtschaftsausschuss der Landeshauptstadt München, der sich ja immer außerordentlich engagiert mit dem Oktoberfest befasst. Herr Memmel schaut fröhlich, unser Ehrenwiesenrat steht unübersehbar da vorne. Hermann, grüß dich gut. Ihnen allen ein herzliches Willkommen auf dem Oktoberfest. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Baustelle, aber bald sind wir fertig und wie immer um diese Zeit wollen wir Sie informieren über die Neuheiten, über die Besonderheiten. Wir haben einen Fußmarsch von ungefähr 1,5 Kilometer vor uns. Ich sage das gleich mal, damit Sie Bescheid wissen, was heute so los ist. Aber der Petrus ist heute wieder ein Münchner und das Wetter passt absolut heute. Wenn das Wetter so weiterhält in den nächsten Tagen und Wochen, können wir sehr zufrieden sein mit unserer Wiesn 2011. Das große Anzapfzeremoniell wird ja immer ausgeführt von jemandem, der dieses jetzt auch schon viele Jahre geübt hat und es ganz perfekt macht. Und das Auge der Welt ruht immer auf ihm, wenn er in der Anzapfbox steht, um sich diesem absolut bedeutenden, ja globalen Ritual zu unterziehen. Herr Oberbürgermeister. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nur 3 Bemerkungen machen zum diesjährigen Oktoberfest. Erste Bemerkung. Es ist das erste normale Oktoberfest des dritten Wiesn-Jahrhunderts. Und seit der 200-Jahr-Feier haben wir eine Neuentdeckung und Neuentwicklung, die jetzt zum ersten Mal unter normalen Bedingungen ohne ein besonderes Jubiläumsjahr den Gästen aus München, aus dem Oberland, aus ganz Bayern und aus der ganzen Welt präsentiert wird. Die Eude Wiesn. Natürlich nicht mit dem Gesamtprogramm, das wir für das Jubiläumsjahr 200 Jahre Oktoberfest ermöglicht haben, auch mit vielen Sponsorengeldern, die nicht alljährlich fließen, sondern nur aus besonderem Anlass. Aber das, was die Münchnerinnen und Münchner und die Liebhaber des traditionellen Oktoberfestes so genossen und gefeiert haben, das wird es geben. Ein großes Wiesnzelt mit traditioneller Musik, mit Brauchtumspflege, die nicht an spanische Strände erinnert, sondern wirklich nur ans Oktoberfest in Bayern. Wir werden wieder Kabarett und Musik haben in einem weiteren Zelt und Fahrgeschäfte, die sehr erschwinglich sind und an längst vergangene Jahrzehnte von Wiesnseligkeit erinnern. Ich habe genau das während der Jubiläumswiesn in Aussicht gestellt. Nicht ein alljährliches Pferderennen, nicht den ganz großen Aufwand eines Wiesnmuseums. Das geht nur mit Sponsorengeldern, aber sehr wohl eine Eude Wiesn mit allen Vorzügen, die im vergangenen Jahr gefeiert worden sind. Zweite Bemerkung, es haben ja schon manche Prognosen stattgefunden,
das Oktoberfest könne von politischen Ereignissen geprägt oder beeinträchtigt oder dominiert werden. Dazu nur die ganz klare Feststellung: Wir, also alle, die es angeht, sind uns einig, dass Politik auf der Wiesn nichts verloren hat. Das ist ein Volksfest, das ist ein Fest der Gastfreundschaft, und da soll niemand versuchen, politisch etwas umzufunktionieren. Das wird der Gastgeber nicht tun, das wird der wichtigste Gast, der die erste Mass eingeschenkt bekommt, auch nicht tun. Und ich denke, dass das auch den Erwartungen der Wiesnbesucherinnen und Besucher und der Gäste aus aller Welt am meisten entspricht. Wer versucht, das Oktoberfest als Trittbrett für politische Aktionen zu nutzen, der wird die Feststellung machen, dass er vielleicht eine gesteigerte Medienresonanz findet, weil es halt viele Medien auf der Wiesn und rund um die Wiesn gibt. Aber er wird auch feststellen, dass er keine Sympathien bei der Bevölkerung gewinnt. Und die dritte Bemerkung: Das Oktoberfest ist nicht erst seit heute, sondern seit langem ein ökologisch orientiertes Volksfest. Das Oktoberfest ist schon 1997 ausgezeichnet worden mit einem Öko-Oscar als besonders ökologisch vorbildliches Volksfest, und in diesem Jahr ist das noch einmal verstärkt worden. Es gibt vorbildliche Aktivitäten zur Abfallvermeidung und Abfallreduzierung. Es gibt Aktivitäten, um Wasser zu recyceln und nicht nach einmaligem Gebrauch sofort wieder zurückzuleiten oder ins Grundwasser fließen zu lassen. Es gibt Aktivitäten, um Fleisch aus artgerechter Haltung zu präsentieren und Bioprodukte, die auch zertifiziert sind. Also all diese Aktivitäten, die schon 1997 preiswürdig gewesen sind, wurden in der Zwischenzeit weiter gesteigert und in diesem Jahr sogar noch einmal ganz besonders. Man kann also die Wiesn nicht nur als das größte, sondern auch als eines der ökologischsten Volksfeste der Welt preisen. Vielen Dank.